Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt APB Reloaded spielen wir heute. Und ich habe noch zwei Gäste dabei. Sag mal hallo. 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 Ja, das sind der Basti und der Nils. Wir sind hier noch im Erstellungsmodus eigentlich. Wir müssen erst noch den Charakter erstellen. Wir sind Vollstrecker. Und das Intro kommt jetzt. Your city and it needs your help. That's what the City Security Act is all about. Giving us the power to become enforcers and defend our city. We know it's rough out there, so you'll be licensed for the full use of force. Lethal or non-lethal. The choice is yours. Scheiße gelaufen. You can operate however suits you best. Working with contacts on the street or dealing with criminals your own way. Wherever and however you see them breaking the law. As an enforcer, performance is everything. Be careful, though. We're here to make the streets safer for decent people, not more dangerous. And don't forget, organizations like the Praetorians and the Prentice Tigers make useful allies. Their street-side operatives provide support and supplies to friends and associates. Getting to know these contacts may be the key to surviving as an enforcer. CSA licensed enforcers. Doing something today to ensure a safer San Paro tomorrow. Okay, das war das Intro. Weiter. Ich habe übrigens Ewigkeiten gehabt, bis ich das endlich auf Deutsch umstellen konnte. Gut, dann machen wir uns erstmal einen Charakter. Nachdem wir geladen haben. So. Anpassungen. Die Haare machen wir. Nee, nicht so. Orange. Machen wir sie einfach schwarz. Das ist so blau. Schwarz will ich die haben. Ja, das passt schon. Dann Gesicht. Okay. Ja, können wir eigentlich so lassen. Augen. Eigentlich wurscht. Hier Gesicht, nochmal Kinn. Nicht Kinn, Stirn. Das passt schon. Ich habe eine andere Idee. Wir machen hier einfach zufällig. Kommt sicher was Gutes bei raus. Na. Oh mein Gott, nein. Ach du Scheiße. Jesus 2.0. Ihr könnt übrigens auch was sagen, ne? Oh. Ja, ich dachte, wenn du gerade am Erstellen bist. Oh, sind wir mal ein bisschen ruhiger, ne? Ja. Vielleicht geht's ab. Ich drücke einfach die ganze Zeit... Ach du Scheiße. Ich drücke die ganze Zeit einfach auf Zufall. Alter, ich will keinen so einen Typ mit dem Baum auf dem Kopf. Der kann mit seinen Haaren auch irgendwie aufspießen. Der ist mir ein bisschen zu klein. Nee. Mit dem kann man arbeiten. So, Haare, die passen mal gar nicht. Haarstil. Ach du Scheiße. Eigentlich noch ganz akzeptabel. Ja, die nehmen wir. Die sieht ganz akzeptabel aus. So, Gesicht können wir eigentlich so lassen. Augen können wir auch so lassen. Haut, der ist mir ein bisschen zu weiß. So. Hautton. Es sieht so aus, als müsste sich gleich übergeben. Sieht gut aus. Ne. Narben. Mikroskop links.
Ja, lol. Ich sehe gar nicht, ob ich den Autos blinken kann. Ich weiß gar nicht wie. Wie mit man... E und Q. Ach, lol. Oha. Autsch, sieht die Narbe heftig aus. Die machen wir, ja. Wir sind männlich. Make-up brauchen wir nicht. Kurze Stoppeln. Dicker Vollbart. Ja, wir nehmen kurze Stoppeln dazu. Die man überhaupt nicht sieht. Kann man... Wow. Ne, wir machen einen 3-Tage-Bart, komm. Oder wie sehen schwere Stoppeln aus? Das ist das, was ich will. Das sieht gut aus. Sieht zwar eher aus wie ein Penner als wie ein Cop. Die Haare passen irgendwie noch nicht. Ach du Scheiße. Nee. Jetzt kommen die ganz ausgefallenen Frisuren. Alter. Die haben... Ja, Kreativität lässt grüßen. Gehen wir mal... Ja, mal eine Glatze machen wir nicht. Eine Explosion auf dem Kopf wollen wir auch nicht. Die Frisur sieht eigentlich ganz okay aus. Ich will braune Haare, keine Quietsch-Orangen. Ja, das sieht gut aus. Die Haut. Ja, ich weiß, ich habe hier wieder mal Ewigkeiten. Aber mit dem werden wir halt eine Weile rumrennen. Ach, weißt du was? Passt schon. Fertigstellen. Wir spielen Obeya auf dem Obeya-Server EU1. Soviel ich weiß, ist das eher der noob-freundlichere Server. Wir nennen uns Mr. Swiss Zocker. Ich hoffe, der ist noch nicht vergeben. Nein, ist er nicht. Sehr schön. Und wir tauchen ein. Ihr seid District Financial, ne? Yep. Ja. Kannst du auch... Oder du hast uns noch nicht in der Liste, ne? Ich hab euch noch nicht in der Liste, ne. Füg dich mal kurz dazu. Jo, also Mr. Swiss sogar, wie man mich schreibt, halt M groß, S groß, ja. Und Z groß. Hab schon. Ah, dufte. Ja, wer auch immer reingekommen. Ja, okay. Da ist er wieder weg, das war Corex. Ah, okay. Aber der ist dann wohl... Willkommen in der Aufnahme. Kommt den TS und ist gemutet. Ja, naja. Ja. Wir sind gerade in der Aufnahme, einfach zur Info. Gut. Oben links haben wir jetzt das Menü, wo halt abläuft ready. Wir können halt K drücken, dann sind wir bereit. Sind wir aber noch nicht. Aktionsmenü, das Audio... Ja, pff. Ich hoffe, man hat mich überhaupt gehört, weil das war natürlich wieder auf volle Pulle. Gruppe und Freunde. Freunde? Ich habe noch keine Freundeseinladung bekommen. Wo seid ihr? Violet Station da wieder. Ja, wo? Ich bin nicht bereit, Mann. Ach, fuht euch, In der Mission? Ja, die können mir mal die Eier nuckeln, ey. So, Gruppe und Freunde, ich will jetzt euch als Kumpels hinzufügen. Ja, du kannst ja mich mal zum Freund hinzufügen. Wie heißt du nochmal? Dragon... 4591. 591. Hinzufügen. Jo. Jetzt kann ich natürlich deinen Distrikt nicht betreten, weil irgendwie der automatisch K gedrückt hat und ich jetzt automatisch in der Mission bin. Dufte. Gib mir deinen Ford. Du bist ein Affe. Ja, nur ein Affe. Ich glaube aber, du kannst die Gruppe verlassen. Wie? Drück mal U. U? Und dann, Leave, warte, wo war da das? Rechts dann stehen. Ja, irgendwo müsste da Leave stehen. Ja, genau, wenn du oben auf Gruppe ausgewählt hast, kannst du rechts auf Leave drücken. Nö. Nein. Du bist nicht in einer Gruppe. Ja, ich okay. Bin halt in einer Mission mit ein paar Typen. Ja. Dann gucken wir mal, ob wir ihm joinen können. Jo, das wäre ganz gut. Wir müssen hier vorne fahren. Also ich kann's nicht.
Bisschen zu leise ist es dann doch. So, hier vorne haben wir... Ja, Dufte. Ja, da kommen die ganzen Leute mit ihren geilen Waffen daher. Der hat jetzt irgendwie fünfmal auf mein Auto geschossen und das hat Bumm gemacht. Ja. Hab ich gerade in unsere Gruppe eingeladen, ja. Habe ich bekommen, danke. Oh, ich hab vergessen, da Mails zu lesen. Scheiße. Mach wir alles. Fahren wir mal hin. Gleich. Wo ist er denn? Der ist ja nicht hier. Stirb. Toll. Mal gucken, ob wir jetzt eben Dinge beitreten können. Ja, so. Die Anfangswaffen sind eigentlich ziemlich kacke. Kannst du uns jetzt beitreten? Kann ihm, glaube ich. Ich kann gar nichts. Ich bin in einer Mission. Ich bin ja ihm jetzt gejoint. Okay, ich konnte das gerade nicht. Ah, lol. Ja, er wird mir angezeigt. Wohin müssen wir? Ja. Junge, du hast hervorragend geparkt. Wohin? Da. Wow, ah, wow, ich werd beschossen. Nein, du fährst mich heute nicht um. So, ich komme jetzt auch. So. Hier ist sicher. Oder doch nicht. Oh oh. Wo ist der? Ich sehe nix. So, Beine in die Hand nehmen und rennen. So, komm schon. Dein Ernst? Ernsthaft? Ja, kommt, ballert mich ab. Ich steck ich geh, doch nicht fest. Ich geh mal vor und sag, wo die Gegner sind, bin ja nicht in deiner Mission. Verkackeiern. Hier ist alles frei. Dummes Frack? Ich komm nicht durch, weil das so ein dämliches Frack ist. Jawohl. Mission? Wo? Ach da. Neutral. Müssen wir einnehmen. Da oben ist einer. Oder doch nicht. Ach nee, das ist so eine Tante, wo man Zeugsens kaufen kann. Basti, kommst du schon? Gib mir dein jo. Taxi. So, da bin ich. Oh shit, ich werde schon wieder beschossen. Fahr. Spray. Was es auch immer heißen mag. Oh, da oben wartet ist, auf mich! Da oben ist komme, ein Sniper. Komme, Basti. Oh. Bam! Oh! Oh! First Kill! Geil! First Kill in diesem Let's Play. Ja, ich bin nicht mehr da. Ja. Ich komme hier nirgends hoch. Ach du Scheiße. Ja, wer treffen kann, ist klar im Vorteil. Bist du das? Yep. Ja, das bist du. Ja, wir sind hier. Bist du auch gerade in der Mission? Nee, wir sind nicht drin. Nee, dann müssen wir eben fahren. Ja, zieh dich. Ach du Heilige. Scheiße. Lol, der kann mich auch töten, nice, ja? Ja, ihr seid, glaube ich, auch in der Mission. Nein. Aber mir wird kein Punkt und gar nichts angezeigt. Nee, wir sind nicht in der Mission, Basti. Nein. Das kann nicht sein. Okidoki. Ich hoffe, diese Scheiße ist gleich vorbei. Wir sind nämlich am Verlieren. Aber das regt mich übelst auf. Der macht einfach so Auto bereit. So, ja, du musst jetzt die neue Mission machen. Ist mir scheißegal, ob du noch was zu tun hast. Du musst jetzt einfach. Ich will aber nicht. Mir scheißegal. Kletter da hoch. Kletter da hoch. Noch Bug. Noch mehr. Ach du verdammte Scheiße. Die Treppen sind noch mehr verbuggt als bei GTA 4. Oh. Die schießen sie auch einfach auf mich.
Wir müssen davor. Ach du! Scheiße! Komm, show me your face. Das ging knapp daneben. Ja, Mission ist eh vorbei. Ja, ist klar, ist klar. Ah, jetzt ist auch not ready. Mm. So, jetzt haben wir das auch. Ich gehe mal wieder zu Violent Prentice, weil wir da noch ein paar Sachen machen wollten, bevor uns das Spiel mich gezwungen hat, eine Mission anzunehmen. Wir wollten uns nämlich das Mail, die Mails hier alle durchlesen, beziehungsweise alle löschen und nur die Frag Grenades nehmen. Weh, du machst jetzt wieder Auto bereite. Dann schneide ich dir die Nüsse ab. Ja, jetzt wird ja eh nichts passieren. Wir beide sind ja nicht ready. Also Nils und ich. So, viel zu... was es so immer bringt. Ja, löschen. Ihr könnt euch das gerne durchlesen. Ich tue es auf jeden Fall nicht. Ja, ich bin wieder Auto bereit. Nein, bin ich gar nicht. So, dann haben wir... hier unsere Waffen, Inventar, leer, ändern, Granate, wählen. So, ihr seht schon, ich spiele das hier nicht zum ersten Mal. Wir haben schon eine Weile gezockt. Nies ist übrigens nackt. Yeah. Keine Ahnung, wieso. Kaufen wir mal irgendwie neue. So, kaufen. Ich will eine Waffe. Und zwar... nein, kein Sturmgewehr. Ich will eine Sniper. Ich will die hier. Lol. Die ist übel teuer. Die war vorhin viel günstiger. Ich habe den nämlich schon mal gespielt. Die ist übel OP. Aber halt... aber eigentlich kostet die gar nicht so viel. Na gut. Wollen wir dann mal starten? Ja, Moment. Klamotten. Nicht schnell.